Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft, meine lieben Freunde. Und wir gehen jetzt mal direkt los und besorgen uns die Zwielichthalsbänder. Und zwar kriegen wir die hier hinten. Ich muss jetzt wieder auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt 2:55. Es läuft hier alles etwas entspannter. Ich habe nämlich Urlaub und kann mir hier jetzt auch mal wieder ein bisschen Zeit für dieses Let's Play nehmen, was ich leider sträflich vernachlässigt habe. So, 2:55 sind wir gestartet und hier hat schon einer mächtig aufgeräumt, sehe ich gerade. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier in die Höhle, da kriegen wir nämlich auch noch von denen. Und da setzen wir ihm mal gerade hier eine Falle hin, eine Eisfalle hin sozusagen. Und ein Halsband haben wir schon. Ja, da hier schon welche vor uns waren, liegt hier draußen natürlich niemand mehr. Und wir müssen jetzt mal gerade hier rein. Den frieren wir gerade mal ein und nehmen ihm dann einmal kurz mit dem Frostfinger das Leben. Wir nehmen ihm mit dem Frostfinger das Leben. Das ist auch sehr, sehr geil. Da kommen sie nämlich schon wieder raus. Die anderen. Oha. Ja, das war wohl zu spät, mein Freund, ne? Mhm, danke. Ah, da hinten ist noch was. Da hinten ist noch was. Den nehmen wir auch direkt mit. So, und nach dieser Folge werde ich mir nochmal einen lecker Kaffee kochen. Ah, und hier ist doch der Dings, ne? Den müssen wir doch hier auch töten, oder? Letherio. Können wir den hier töten? Ja. Jetzt geht er da hinten runter. Geil. Komm her. Komm her. Na? Kriegen wir das hin? Mein Elementar hat wahrscheinlich jetzt ganz, ganz viele Leute am Hacken. Beschwören wir den mal eben. So, und laufe hier nochmal eben kurz rum. Komme ich denn da hinten hoch? Weil der liegt da ja auch noch, ne? Ja, müsste. Jo, passt. Dann kann ich nämlich den einen auch hier einmal abholen. Zwielichthalsband. 5 Stück haben wir jetzt. Ich gehe mal eben kurz hier rum, weil hier bin ich noch nicht gewesen und ich hoffe, hier ist wieder ein bisschen was respawned. Da hinten ist schon wieder einer. Frieren wir die Gute mal eben ein. Boink. Die Gute oder der Gute? Hörte sich ein wenig männlich an. Hier haben wir auch noch welche. Sehr schön. Ach so, das ist der Kijubi. Dem drücken wir auch mal direkt einen Frostfinger rein. Da ist er weg. Und wir können noch die Zwielicht-Geomantin
machen. Oh, die scheint aber... Ah, sehr schön. Das sind sie beide gefallen. Perfekt. Da hinten haben wir auch noch einen, der gerne sterben möchte. Ja, also die Kombi hier Einfrieren und Frostfinger ist echt super. Da muss ich mich aber jetzt auch wirklich dran gewöhnen und auch dran halten, dass ich die immer nutze. Weil sonst bringt das ja alles nichts, ne? Moink. Oh. So, die Hälfte der Halsbänder haben wir. Jetzt ist hier vorne ja noch mal einer. Den nehme ich jetzt noch mal mit. Den wird sie wahrscheinlich nicht brauchen. Und dann müssen wir mal gucken, wo der eine Heinz ist. Der muss ja dann doch auch entweder hier drin sein oder draußen sein. Oder ist der da? Ich glaube sogar, dass der da oben ist irgendwie. Da kann man ja auch noch den Berg hoch. Ich glaube sogar, dass der da ist. Deswegen, dann gehe ich mal gerade wieder raus hier. Da hinten ist nämlich auch noch so ein Vertreter. Ich meine mich dunkel zu entsinnen, wenn ich hier nämlich jetzt die Höhle rauskomme. Dass der dann oben links an so einem Berg... Vorsprung sitzt. 12 Armbänder, Halsbänder, nicht Armbänder. Genau, hier hoch. Und dann müsste der da nämlich da oben sein. Ich nehme mal eben mein Moped. Mein tierisches Moped. Und schaue jetzt nochmal hier. Genau, da haben wir nämlich. Der müsste das sein, der Knilch. Ja, er macht schon ganz schön Schaden, aber wir machen mehr Schaden. Perfekt. Dann haben wir hier nämlich auch alle. Müssen wir nur gucken, dass der nicht gleich respawnt. Weil... solange wir hier sind... Weil der macht ja nämlich schon doch ordentlich Schaden. Die kamen zu gar nichts, ey. So. Dann du hier. Oder ist das der Typ da hinten, der da steht in seinem rosa Gewand? Das kann auch sein. Mann, ey, das ist schon, die sind schon richtig ganz schön kräftig hier, ne? Die Charaktere jetzt so langsam über 50. Jetzt geht das echt super. Ah ne, das sind alles so. Oder ist die da hinten? Ne, das ist eine Zwielicht-Tussi. Ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich habe den schon. Ich muss aber hier jemanden kann ich befreien, ne? Ja, da ist jemand im Dings drin, den ich befreien kann. Das machen wir natürlich auch. Eh klar. Ja, die schwimmt da mal ganz locker flockig durch die Lava. So, als würde er das überhaupt nichts ausmachen.
Wenn ich natürlich jetzt in die Lava gehe, dann... Aber ich habe das für die mitgekriegt. Das ist super. Was führt euch hierhin? Lauscht Samaels Erzählung. Ich habe alle Zwielichtanhänger, ne? Del-Nadris. Lobet Elun, es ist schon viele Jahre her, dass ich Besucher hatte. Ich möchte eure Geschichte hören. Als junger Nachtelf in Dunkelküste kreuzten sich meine Wege einst mit einem widerlichen Pakt, das sich der Schattenhammer nannte. Mit einigen von ihnen freundete ich mich an und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich meinen Glauben an Elun leugnete und die Parolen des Schattenhammers begeistert annahm. Erst eine Vision von Elun ließ mich aus diesem bösen Traum erwachen, in dem ich als Anhänger der alten Götter gefangen war. Voller Reue begann ich mit der Arbeit an dem Gebet für Elun. Ich ritzte das Zeugnis meiner Reue, meiner Scham, meines Bedauerns und meiner Trauer in eine Schrifttafel aus reinstem Gold. Leider fand der Schattenhammer die Tafel und brandmarkte mich als Ketzer. Ich wurde hingerichtet, ehe ich mein Gebet an Elun vollenden konnte. Nun bin ich als Geist in diese Welt gefesselt, und kann nicht hinüber ins Nether. Gefangen in einem Käfig als Warnung an all jene, die den Glauben des Schattenhammers verraten. Viel Glück. Jo, Junge. Frieden, ne? So kann es gehen. Was denn jetzt mit meinem Wasserelementar passiert? Ich habe mich in mein Schicksal hier in diesem Käfig ergeben. Aber das Gebet muss gefunden werden. Findet und lest das Gebet von Elun. Findet und lest das Gebet von Elun. Es ist doch dann hier bestimmt irgendwie so hoch. Hier ist so eine alte. Zwielichtgeomantin. Ja, Alter. Warte mal eben bitte. Ach nee, wieso holt er den denn jetzt ran? Oh, ich doof. Duh. Habe ich mich selber eingefroren, ich Schnupsel, ey. Guck mal, mach den mal fertig. Ja, ja, danke. Mann, Mann, Mann. So, wo ist denn das Gebet? Gebet von Elun muss ja dann da unten irgendwo sein, ne? Fies das Steinkügelchen. Habe ich die? Gebet an Elun, dunkle Künste. Beschafft euch die Steinkügelchen. Setzt sie zu einem Zwielicht Tripetrizin zusammen. Warte. Ah, da haben wir einen. Okay. Gut, dann können wir hier wieder abhauen. Und wir müssen hier nochmal runter. Soweit mich nicht alles täuscht. Ich bin in einen Kampf verwickelt. Wieso das denn? Ach, da oben ist das Gebet. Eben kurz ein bisschen weiterlaufen hier, damit er mich nicht sofort an... Damit er mir nicht sofort am Leder kommt. Was auch gar nicht kann, weil ich Stoff trage. hier muss das Gebet sein, oder? Das wird doch das sein, ne? Gebet von Elun. Upp. Yay. Ihr lasst euren Blick über das Gebet der Nachtelfen schweifen. Mhm. Beim Überfliegen der Verse von Samaels Gebet merkt ihr, wie die Tafel immer leichter wird. Eine warme Welle überkommt euch und die Tafel ist verschwunden. Schwupps. Sehr gut. Dann haben wir hier ja auch alles. Das heißt, wir können wieder zurückgehen. Und können uns dann, glaube ich, gleich mal irgendwann so nochmal an den Drachen trauen. Ich hoffe, das funktioniert. Diesmal. Ich will, glaube ich, erst noch so 1,52 werden. Bis ich das nochmal versuche. Und bis wir dann da sind, wird sowieso noch ein kleines bisschen Zeit vergehen. Hier gehen wir erstmal ab. Was geht euch durch den Kopf? Ja, das haben wir dabei. Hansel wiegt den Stein in seinen Händen.
sprecht mit Bergfürst Rendern auf dem Eisengipfel in der sengenden Schlucht. Seid auf der Hut. Okay, und? Redet mit mir. Zwielichthalsbänder haben wir auch mit da in der Tasche. Fort mit euch. Fertig. Lust auf ein Glas? So, der ganze Plunder mal weg hier. Das Bananenbrot kann auch weg. Da kann ich nichts verkaufen. Stabile Plunderkiste. Das kann ich verkaufen. Die anderen Sachen ordne ich mal kurz ein. Boah, Alter, guckt euch mal an, wie viel Stoff ich schon habe. Ist das mega geil. Muss natürlich gucken, dass ich dann nachher auch noch hier was herstelle, ne? Weil, ich brauche, glaube ich, noch bis 100, also zwei brauche ich noch, zwei Dings. Und, ich brauche noch Seidenstoffballen eigentlich. Jetzt ist die Frage, wir müssen ja hier hin, ne? Eisengipfel. Gehen wir da mal direkt hin? Oder können wir da schon hinfliegen? Ich glaube nicht. Den haben wir ja noch gar nicht... Den haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Thoriumspritze, Spritze. Mhm. Thoriumspitze, sengende Schlucht. Ihr seid hier. Also wir müssen da hinten hoch. Seid auf der Hut. Heißt, wir reiten da mal gerade rüber. Wir können leider nicht hinfliegen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier so querfeld einreiten können, ohne dass uns hier großartig die Gegner aufhalten. Ich versuche es mal. Aber hier rennen ja gerade auch schon wieder einige rum, die hier so ein bisschen aufgeräumt haben. Deswegen sollte, huch, wenn ich nicht gerade mitten reinrenne, sollte es ganz gut klappen. Ja, die sind ja hier alle schön am Questen und so. Und dann gehen wir mal hier hoch. Wir müssen, soweit mich nicht alles täuscht, hier oben auf die Spitze drauf. Upsala. Nicht alle Gegners mitnehmen, bitte. Beim hier durchsausen. So, und dann können wir einmal hier hoch. Den Flugpunkt freischalten. Und dann hier hinauf. Yay. Wo ist er? Hier ist er. Wie geht's? Bergfürst. Hallo. Seid auf der Hut. Belagerung. Tötet 9 Schützen der Dunkeleisenzwerge. Benutzt die Fackel der Vergeltung um den auf den vier Türmen, die den Kessel umgeben. Bleibt sauber. Und eine bessere Kugel. Beschafft euch 200 Dunkeleisenkugeln. Gut, machen wir das mal. Ach, die ist hier schon wieder am Tanzen. Das sieht so mega geil aus. Jetzt wäre ich beinahe hier runtergefallen. Ah, mega. Mega cool. Was haben wir hier? Haben wir Post? Nein, haben wir keine Post. Ach, hier ist auch noch was. Agnes. Hallo. Sammelt 6 Feuermuskelmägen. Bleibt auf dem Boden. Gut, müssen wir die natürlich auch töten. Perfekt. Aber bevor wir das machen, fliege ich mal kurz nach, oder lass mich mal eben teleportieren, nach, was ist jetzt hier am nächsten? Gleich fürs Zurückfliegen. Eisenschmiede oder Sturmwind? Ich glaube, wenn ich zurückfliege, mal eben gucken. Hallo. Kann ich von Thoriumspitze, ist auch direkt, ne? Ich glaube, ich fliege... Ach, jetzt bin ich nach Eisenschmiede geflogen, ich doof. Na, egal. Ich wollte ja eigentlich mit dem Portal hin und dann nur gucken, wie ich zurückfliegen kann. Uah, kalter Kaffee, ey. Bäh. Bäh. Kalter Kaffee macht schön, oder? Ja, jetzt fährt er wieder hier einmal um den Körmel rum. Komm, jetzt flieg mal direkt bitte nach Eisenschmiede. Ja, ich muss nämlich gucken, wegen meinen Berufen möchte ich jetzt schauen, weil ich bin ja jetzt doch schon ziemlich weit und habe ziemlich viel hier auf der Tasche liegen. Brauche aber noch Seidenstoff.
Und da gucke ich mal eben, wie viel Seidenstoff ich noch brauche. Das heißt, die nächste Runde wird wahrscheinlich so eine kleine Berufe-Runde werden, die wir zusammen machen. Und da mal schauen, wie wir uns das zurechtbiegen, dass wir da ein bisschen größer werden. Bringt das Ziel zum Schweigen und friert es 8 Sekunden lang auf der Stelle fest. Hält gegen Spielcharaktere. Und hier war, beschwört ein ausgewählten Gebiet einen Frostring. Gegner, die den Ring betreten, werden 10 Sekunden lang eingefroren. Ja, ist ja gar nicht so schlecht, ne? Ja, das, was ich jetzt machen werde, ich werde hier einmal kurz auf meinen Mount gehen und hier schon mal eben tschö sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier mal so ein paar Berüfchen hochzwirbeln. Und dann sehen wir uns im AHA und in der Bank und so weiter wieder. Also, bis später, Leute. Tschüss.